Theaterkunst ist ein wesentlicher Bestandteil des kulturellen Lebens der Gesellschaft. Die Inszenierung verschiedener Aufführungen in einer Fremdsprache führt nicht nur die Entwicklung des kreativen Potenzials, sondern auch das effektive Erlernen dieser Sprache. So fand vom 2. bis 4. November 2022 in Almaty das 8. Theaterfestival Deutsch auf der Bühne statt, das vom Goethe-Institut in Kasachstan in Zusammenarbeit mit dem Republikanischen Deutschen Schauspielhaus organisiert wurde. Das Ziel dieser Veranstaltung war es, die deutsche Sprache in Kasachstan durch Theateraufführungen zu fördern. Theatergruppen aus verschiedenen Städten Kasachstans nahmen am Wettbewerbsprogramm teil. Mehr über diese Veranstaltung wird im heutigen Video Anna Melnik, Referentin für Bildungszusammenarbeit im Goethe-Institut Kasachstans, erzählen. Theaterfestival Deutsch auf der Bühne ist eigentlich unser Lieblingskind sozusagen. Das ist, ich glaube, die größte Veranstaltung im Jahr, die wir haben. Dieses Theaterfestival ist die 8. Veranstaltung. Wir organisieren das ab 2015. Und als Muster haben wir das Theaterfestival in St. Petersburg genommen, die auch viele, viele Jahre das durchführen. In diesem Jahr ist das ganz interessant. Wir haben das Stück von Georg Büchner Leons und Lena genommen. Das ist eigentlich nicht typisch für das Theaterfestival, weil wir immer versucht haben, moderne Theaterstücke zu nehmen. In diesem Jahr ist das wieder ein Experiment, aber ich glaube, das ist auch sehr interessant für beide Seiten, für uns als Organisatoren und für Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Das Festival machen wir mit dem Deutschen Theater. Natascha Dubst macht künstlerische Betreuung. Und das ist immer ganz wichtig, dass wir so eine Fachfrau haben. Natürlich, weil das wichtig ist, tatsächlich den Jugendlichen moderne Theaterwelt zu zeigen. Das Theaterfestival, das ist nicht nur Inszenierung des Theaterstücks, sondern auch verschiedene Workshops, die das Deutsche Theater während des Festivals organisiert. Ziel der Veranstaltung ist, Interesse zu wecken, deutsche Sprache zu lernen und deutsche Kultur kennenzulernen. Für die kasachischen Deutschen ist es in erster Linie wichtig, die Sprache zu bewahren. Mehr über die Bedeutung von Theaterstücken auf Deutsch und mehr über die Feinheiten der Theaterkunst wird heute Natascha Dubs erzählen. Суть самого театра – это сохранение языка и его популяризация. И если мы говорим о том, что мы сохраняем нашу культуру, прежде всего языковую, через высокую литературу, то, по крайней мере, для того, чтобы рассказать зрителю и передать самого автора, то, конечно, он должен звучать на своем оригинальном языке, да, поэтому как нигде он должен звучать в немецком театре. Обязательно, уважаемые, да, участники фестиваля, те, которые уже участвовали, которые будут участвовать, очень важно от начала до конца, конечно, прочитать пьесу, не только ту часть, которую вы работаете, потому что хорошо бы знать, что мой персонаж до этого, то есть что с ним было, какие события с ним происходили и что будет с ним потом. Это важно педагогам, чтобы они не теряли вот этот задел и вот эту потребность, вот это увлечение театром. Ну и самому фестивалю мне бы, конечно, безусловно, хотелось, чтобы он продолжался дальше. Es ist auch erwähnenswert, dass die Veranstaltung von einer hybriden Jugendmedienwerkstatt begleitet wurde. Der Seminarleiter Yves Tauschwitz war online dazu geschaltet und 17 kasachische Nachwuchsjournalisten waren vor Ort dabei und zusätzlich konnten bis zu 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer online mitmachen. Im letzten Jahr hat dieses Format laut der Organisatoren schon sehr gut funktioniert. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Theaterkunst eine sehr wichtige Rolle im Leben jeder Menschen spielt. Vielen Dank für das Ansehen, abonnieren Sie unseren Kanal und hinterlassen Sie Ihre Kommentare.